Servus Hendrik. Servus Michi. Und servus mal wieder bei Hendriks Werkstatt. Hey, ihr habt es ja alle gewollt. Jetzt ist es endlich da. Wir haben es endlich mal geschafft. Der Karren ist tatsächlich mal sauber. Jetzt können wir eigentlich mal das Vorstellungsvideo machen. Und weil das mit den Videos bei uns immer so lang wird und quasi so ausartet, haben wir uns gedacht, wir machen einfach gleich zwei Teile draus. Einmal jetzt heute die Vorstellung. Und der Michi und ich, wir sind nämlich dran, dass wir vielleicht noch eine ganz geile Location bekommen, wo wir dann richtige Fahraufnahmen machen können. Und davon gibt es dann den zweiten Teil. Ihr seid also bitte gespannt. So, was haben wir hier? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Fahrzeug, was es ist. Es gibt zwar schon viele Vorstellungsvideos von der Hellcat, aber noch nicht von meiner. So, das hier ist eine 2018er Dodge Challenger Hellcat. Wir haben hier einen 6,2 Liter Motor. Ein Hemi-Motor, super geil, ganz kurz erklärt. Hemi kommt von hemisphärisch. Hemisphärisch bedeutet, der Brennraum oder besser gesagt die Kopf- oder Zylinderkopfform, oben wo die Ventile drin sitzen, auf- und zumachend, ist hemisphärisch in dem Fall. Also eine Halbkugel. Super geil, weil in dieser Halbkugel oben kann sich das Kraftstoff-Luftgemisch mega super gut verwirbeln und super verbrennen. Das Motorkonzept ist uralt. Also wirklich uralt. Wie bei den ganzen alten Amis hier. Eine unten liegende Nockenwelle. Voll geil, mega praktisch. Mit Schlüsselstangen nach oben, also mit Hydroschlüsseln unten, Schlüsselstangen nach oben, zu den Ventilen, yay. Was dieses Auto allerdings auszeichnet, er hat noch einen Kompressor. Voll geil. Einen sehr geilen Kompressor. Weißt du, wie wir das machen? Ich mach mal die Haube auf, kannst du mal sehen. Tada. Oh, ich habe den Motorraum nicht geputzt. Gott, bitte seht es mir nach. Das ist ein Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Das hier ist also dieser wunderschöne, riesengroße Motor. Wir haben hier den Kompressor. Das ist in dem Fall einer mit Intercooling-System. Intercooling bedeutet, du hast keinen Kompressor. Also ein Kompressor ist so aufgebaut, es gibt ja zwei Arten der Ladeluft oder der Druckluftzufuhr eines Motors. Das eine ist ein Turbolader, der wird angesteuert durch die Abgase. Sitzt also im Abgasstrang und nur die Abgase drehen dein Turboladerrädchen und der befördert dann quasi die Luft, komprimiert die und schiebt sie dann in deinen Ansaugtrakt. Das hier ist ein Kompressor, der wird vom Motor selber angetrieben. Hier über einen Keilrippenriemen, hier mit der Welle nach drinnen, wo dann zwei lustige kleine Schaufelräder quasi sitzen. Das sind so Wellen, das nennt sich Rootsgebläse. Diese greifen ineinander ein und komprimieren somit die Luft. Das ist das Geile aber. Ein herkömmlicher Kompressor, den hätten wir zum Beispiel da drüben bei dem Mustang. Sieht man den von hier? Ja, den sieht man leider nicht. Man sieht nur die fürchterlich hässliche Karosserieform. Nicht schön. Dieser hier hat ein Intercooling-System. Das ist das einzelne kleine Kühlsystem hier oben. Denn, was wichtig bei einem Motor ist, dass die Ansaugluft immer relativ kühl bleibt. Eine kühle Ansaugluft bedeutet mehr Sauerstoff in der Luft. Also eine höhere Zündwilligkeit oder besser gesagt, mehr Energie kann im Brennraum entwickelt werden. Deshalb ist der Wasser gekühlt. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Freaks, wenn die damit auf die Rennstrecke fahren. Die haben dann hier oben einen eigenen Intercooler, also einen eigenen Kühlwasserbehälter. Da kannst du Eiswürfel reinschmeißen. Denn wenn dein Cooler, also dein Kompressor super kühl ist, hat er mehr Luft, mehr Sauerstoff, mehr Einspritzung, mehr Kabums. Klar. Also der Motor ist unfassbar geil. Dieses Fahrzeug gibt es jetzt, also der Challenger wurde seit 2008 generell gebaut. 2008 ungefähr wurde es auch, kam es raus, dass Mustang, Camaro und der Challenger neu aufgelegt wurden. Das war einfach so eine Aufleben lassen von diesen Retro-Muscle Cars. Wobei allerdings muss ich echt sagen, der Challenger ist der am meisten dem alten Muscle Car quasi ähnlich sieht. Sieht man auch eigentlich ganz gut hier, wenn du diese Linie mal verfolgst. Siehst du den fetten Arsch, das ist das klassische Coke-Bottle-Design. Das hat der Charger da hinten genauso, der Charger hat es auch, der Kuh da oben auf der Bühne hat es auch. Das ist ein klassisches Coke-Bottle-Design. Aber darf ich was einwerfen? Bitte. Meiner hat es auch. Ja, deiner hat es auch, aber deiner wurde, glaube ich, der ist jetzt die sechste Generation mittlerweile, das ist echt krass. Der hier wurde nur so ein bisschen von der Schnauze und vom Heck ein bisschen verändert. Die Karosserieform ist exakt gleich geblieben. Jetzt kommen wir nämlich auch zum nächsten Thema. Weißt du, auf welcher Basis dieses Fahrzeug ist oder wisst ihr das denn? Nee. Auf der Basis von dem alten Scheißeimer da oben. Auf der Basis vom Mercedes W210. Den Wagen gibt es seit 2001. Also könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Plattform eigentlich ist. Eine ganz gruselige, uralte Plattform. Das ist ein Rentnerfahrzeug. Aber tatsächlich, es funktioniert. Und es funktioniert verdammt gut. So,
2014 kam jetzt dazu also dann die Hellcat raus auf den Markt. Denn 2008, da gab es dann einen 6-Zylinder, es gab den 6.1er SRT und einen 5.7er. Ich hatte mal den 6.1er SRT, super geiler Karren, auch als Handschalter, endgeil. Jetzt haben sie 2014 dann die Hellcat auf den Markt geschmissen. Der hatte ursprünglich 707 SAE PS, also das heißt die amerikanischen Horsepower, oder 717 deutsche PS. 881 Newtonmeter, das ist schon ziemlich krawuttlich. Den gab es mit einem 6-Gang-Handschalter oder mit der 8-Gang-ZF-Automatik. Die habe ich jetzt bei mir drin und ich muss sagen, ich bin der glücklichste Mensch damit. Denn diese 8-Gang-Automatik, das ist das zum Schalten. Ich meine, die ist mittlerweile drin im M8, glaube ich, in allen möglichen Supersportwagen ist diese Automatik drin, weil die einfach perfekt funktioniert. Außerdem willst du den, wenn der knapp 800 PS hat, also vielleicht hat er das jetzt mittlerweile, weiß man ja nicht, denn dann willst du den auch nicht mehr schalten. Ich hatte ja in dem einen Video, wo ich diese kleine Catchcan hier vorgestellt habe, schon mal anläuten lassen, dass dieser Motor oder der Kompressor nicht mehr so ganz serienmäßig ist. Denn hier siehst du, das hier ist der Kompressorantrieb oder besser das Antriebsrad, das Pulli. Und da habe ich jetzt ein anderes drin. Es gibt die Möglichkeit, wenn dein Kompressor natürlich sich schneller dreht, desto mehr Luft pumpt er auch in den Motor rein. Das ist jetzt ein 317er von Hellraiser. 3,17 Zoll. Das bedeutet, das ist, glaube ich, 0,3 Zoll kleiner als das Originale. Und das ist das Einzige, was noch funktioniert, das du einbauen kannst, ohne dass du was anderes ändern musst. Je kleiner das Rad, desto höher wird natürlich auch die Einspritzung. Ist klar. Wenn du jetzt ein kleineres Rad draufbauen würdest, müsstest du eine andere Einspritzpumpe, andere Einspritzdüsen und andere Rails verbauen, weil dann der Kraftstoff nicht hinterherkommt. Der erkennt es nämlich anhand der ganzen Sensoren, die hier verbaut sind, welche Menge an Luftdruck wird eingepumpt. Und anhand der Abgaswerte, die hinten rauskommen, erkennt er natürlich auch, ah, okay, jetzt ist der Luftüberschuss ist jetzt da, jetzt müssen wir mehr einspritzen. Das geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und deswegen ist das Maximum, was du an Kompressorrad draufbauen kannst, ohne dass du irgendwas anderes ändern musst. Jetzt gibt es dann da natürlich noch Freaks, wenn die den Kompressor draußen haben, die bauen dann gleich noch eine andere Dichtung ein, die ist 1 Zentimeter dicker. Somit wird der Kompressor ein Stückchen angehoben und ist auch gleichzeitig wieder kühler. Und das merkst du wirklich ganz extrem. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, dass der fast bis zu 200 PS verliert, wenn er richtig heiß ist. Ich habe hier noch einen K&N Luftfilter-Einsatz drin, weil ich ehrlich gesagt den großen Airgrabber, den hole ich mir erst, wenn ich eine andere Motorhaube drauf habe. Ist auch wieder die Frage, macht man das nicht? So, gehen wir mal ein auf Bremsanlage, Fahrwerk und Reifen. Wir haben jetzt in dem Fall serienmäßige 20 Zoll Felgen. Die musst du tatsächlich auch fahren, weil die Bremsanlage vorne es nicht anders zulässt. Der hat jetzt vorne die 8-Kolben-Bremsanlage von Brembo drin und hinten eine 6-Kolben-Bremsanlage. War ja wieder klar, dass ich mein Auto besser mache, als es eigentlich ist. Der hat natürlich hinten eine 4-Kolben und vorne eine 6-Kolben-Bremsanlage. Also, jedes Mal, wenn ich es gleich wieder falsch sage, denkt euch einfach, so rum war es. Weitermachen. Es gibt jetzt natürlich noch die eine Steigerung, den Demon, den ich wahnsinnig gerne hätte, aber den kriegt man halt nicht für wenig Geld. Der hat vorne, also der hat rundherum 18 Zoll Reifen und hat vorne eine 4-Kolben-Festsattelbremse. Die hat er, weil er ja eigentlich auch nicht dafür ausgelegt ist, dass du jetzt mit dem 300 auf der Autobahn fährst, sondern nur auf den Track gehst, also auf die Quarter Mile und mit dem einfach so geradeaus schwartest. Der hat jetzt wie gesagt die 8 Kolben vorne und die 6 Kolben hinten. Deswegen können wir nicht mit kleineren Felgen arbeiten. Serienmäßig gibt es die 275 40 20 auf dem Fahrzeug. Wenn du es ab Werk bestellst, das kriegst immer die Pirellis. Und ich bin kein Fan von den Pirellis. Der Wagen wurde sogar ausgeliefert mit Allwetterreifen. Alter, wer braucht denn Allwetterreifen mit so einem Eimer? Ich fahre den Koffer doch eh nicht im Winter. Bringt ja gar nichts, kommst ja nicht vorwärts. So, ich habe jetzt da umgeswitcht auf die Michelin Pilot Sport 4S. Ein asozial geiler Reifen. Kann ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Der ist perfekt für das Fahrzeug, für das Drehmoment und auch für das Gewicht des Fahrzeugs gedacht. Problem ist, du musst immer 0,2 Bar mehr fahren, weil der eine sehr, sehr weiche Seitenwand oder Karkasse hat. Hinten habe ich jetzt noch den Pirelli drauf, weil ich dieses Jahr nicht mehr schnell fahren werde. Ich würde sagen, wir fahren den Wagen jetzt noch mal ganz kurz hoch auf die Hebebühne. Warte, was ist denn hinten? Ah, der Wagen hat tatsächlich einen der geilstgrößten Kofferräume. Ist voll gut. Der ist riesengroß. Da könnten der liebe Michi und ich zusammen rein. Das war aber schon immer bei den Challengern brutal. Einzige Nachteil, finde ich, ist ganz einfach diese Ladekante. Das hier, das ist die Hölle. Du kriegst fast nichts rein, weil es alles so beengt ist. Innen hättest du mega viel Platz. Genau, da ist auch noch der Riesenvorteil. Schau mal da rein, wenn du es schaffst.
Siehst du diese fette Anlage da hinten, diese zwei Subwoofer? Das ist der Wagen mit der dickesten Anlage, die es überhaupt gibt bei Dodge. Und die ist so fett. Das macht so viel Lärm. Das ist so interessant und gut. Ja, was gibt es denn noch hier hinten zu sagen? Also, ja? Was denn? Es gibt da so ein... Ja, jetzt kommt's. Also, die amerikanischen Autos haben, wenn du gekidnappt wirst, so ein... Also wenn du im Kofferraum, oder erklär das genau, mal kurz. Genau, also bei den amerikanischen Fahrzeugen ist es so, dass, weil tatsächlich wirst du in Amerika anscheinend recht häufig gekidnappt und in den Kofferraum gesperrt. Immer in den Kofferraum. Immer in den Kofferraum, klar, die Kofferräume sind ja auch groß. Deswegen haben die hier so einen lustigen kleinen Schnubbi, an dem du dann ziehen kannst, wenn du im Kofferraum drin bist und wieder rauskommst. Lustigerweise, Fun Fact, auch die deutschen Fabrikate, wenn sie in Amerika ausgeliefert werden, haben sowas im Kofferraum. Ich weiß gar nicht, ob bei deinem Mustang müsste es eigentlich drin sein, weil es ein ursprünglich amerikanisches Fahrzeug war. Ja, aber es ist europäische Auslieferung. Auslieferungsmodell quasi. Ich muss mal gucken. Wir müssen echt mal schauen, was mich interessiert. Also was mich interessieren würde ist, funktioniert der? Ich glaube, ich weiß, woraus hinausläuft. Ich komme mir vor wie eine Miezekatze. Ich glaube, das wolltest du, oder? Ja, ja. Mach mal zu. Mach mal zu. So, und? Jetzt bin ich hier im Kofferraum. Warum ist er auf? Jetzt ist er schon auf. So, wie ist es? Jetzt ist er wieder auf. Ja. Naja, wie ist denn so das Raumgefühl? Super, warte, ich mach's mir jetzt mal bequem. So. Ha. Wie am Schlüssel vielleicht? Hast du einen Schlüssel? Weißt du, was das Geilste ist? Wenn du einen Schlüssel mit dabei hast, dann geht das. Ja, ich weiß schon mal so. Das ist bei meinem übrigens auch so. Das finde ich aber schlau. Ja, ja, ich auch. Wenn du einen Schlüssel mit dabei hast, dann geht der Kofferraum automatisch wieder ja, hoch. Ja, das ist bei meinem auch. Und du kannst auch so starten vom Kofferraum aus. Ich kann's. Nein, weil wenn es offen ist, kannst du es nicht starten. Die Schweine. Ich hatte den in meinem Rucksack mal drin, den Autoschlüssel. Und wollte den Kofferraum zumachen, dann ging der die ganze Zeit auf. Ich habe nicht verstanden, wieso. Ja. Geil. Ja, gib mir mal den Schlüssel. So. Ich fahr dann mal. Tschüss. So. So. Also, dann willst du es mal wissen, oder Mi? Ja. Testen wir das mal. So, und Raumgefühl? Also, ich bin jetzt hier drin. Ich finde es eigentlich ganz bequem. Ich liege echt ganz bequem. Und dieser Griff hier leuchtet. Ich mach mal auf, ja? Ach, das ist auch nur so ein Leuchtgriff? Ja, klar. Der leuchtet im Dunkeln. Ja. Willst du dich mal reinlegen? Nee. Okay. So. Gut. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe tatsächlich schon mal... als ich auf einem Limp Bizkit-Konzert war. Im Kofferraum übernachtet? Nein, im gesamten Auto übernachtet. Also Rückbank umgelegt und dann über den Kofferraum reingeklettert. Ja, saugeil. Also, ihr habt jetzt gesehen, Kofferraum ist auch noch genügend Platz. Was übrigens sau wichtig ist, mein alter Challenger hatte es nicht, PDCs. Brauchst du aber auch nicht mehr. Mit der Rückfahrkamera ist es so geil, weil die Rückfahrkamera funktioniert einwandfrei. Und vorne hat er keine PDCs. Weiß auch nicht wieso. Hat meiner auch nicht, verstehe ich auch nicht. Und es ist so bescheuert. Ist, weil der so eine lange Schnauze hat. Genau, ja. Könnte man echt gebrauchen. Ja. Ja, auf der Seite genau das gleiche Bild wie von der anderen Seite. Was meinst du, Michi? Wollen wir jetzt erstmal hochfahren oder machen wir das Interieur noch fertig? Wenn wir schon mal. Machen wir Interieur noch fertig. Okay, gut, dann einmal rein mit dir. Schau mal, willst du von der Seite oder wo? Von der Seite. Nun bitte. Also. Das ist jetzt mal meiner Meinung nach eines der schönsten Cockpits, die es aktuell gibt bei den Amis. Mein vorheriger, wie gesagt, der war von 2009 und es war eine ganz andere Nummer. Also wirklich eine ganz, ganz andere Nummer. Das war alles Plastik. Ich habe jetzt den, wie gesagt, als Neuwagen bekommen. Ich habe sogar noch solche kleinen Warnhinweise, lasse ich alle drin, weil ich das einfach total süß finde. So, im Endeffekt, das Coole ist, die Amis machen sich es da relativ einfach. Der Beifahrersitz, den gibt es gar nicht elektrisch. Gibt es einfach nicht. Den Fahrersitz, nur den gibt es elektrisch. Sau cool. Geiles, der hat jetzt in dem Fall ein Lochleder in der Mitte. Warte, ich mach dir mal die Scheibe runter. Ah, irgendwer hat meinen Schlüssel. Ah ja, ich. Danke. Ach, zeig doch mal den Schlüssel kurz. Ah ja, super geil. Ich habe es leider heute Morgen verballert, den schwarzen mitzunehmen. Denn es gibt tatsächlich zwei Schlüssel zu der Hellcat. Einen roten. Sehr gut zu erkennen, hier mit dem schönen, warte, ich zeige nochmal von der anderen Seite. Ja, ja, ich warte. So, okay, ja. Und, das ist das nächste.
Geil. Das haben tatsächlich. Ihr erinnert euch denn an den Grauen, an den RT? Der war ja von 2017, 18, irgendwie sowas. Der hatte sowas nicht. Meiner hat sowas. Voll geil. Weißt du, wofür sie es haben? Und das ist das Schlimmste eigentlich. Damit du im Winter dein Auto warm laufen lassen kannst. Ist das nicht geil? Du machst es in deiner Nachbarschaft, weißt du, was da los ist? Wenn du jeden Morgen den da machst, boah. Ja, das ist typisch amerikanisch. Klassiker. Scheißegal. Zeig nochmal die Sitze, komm. Genau, sind Sitze. Diese Sitze sind unfassbar geil. Es sind erstens mal, es sind echt schöne sportliche Sitze mit den Seitenwangen. Warte, ich mach wieder auf, ist gescheiter, glaube ich. Schau dir das mal an. Das ist wie eine Couch. Du hockst dich da rein und sitzt in deiner scheiß Riesen-Couch. Auch schön mit dem Logo, gell? Genau. Das war alles optional zu bestellen. Also du kannst dann deine Sitze, kannst du natürlich, bei der Hellcat, glaube ich, kannst du sie nicht in Stoff bestellen. Du kannst sie aber in 4 verschiedenen Ledervarianten bestellen, unter anderem Lochleder, Alcantara. Du kannst ein scheiß Geld in diese Innenausstattung ballern. Echt Carbon gibt es mittlerweile, alles innen drin. Ich habe mir mal einen konfiguriert, und zwar eine Red Eye. Das ist die momentan stärkste Hellcat. Die gibt es nämlich nur noch als Whitebody, lustigerweise. Das da ist ein 10 2018, 11 2018, kam der Whitebody auf den Markt, den ich auch so gerne gehabt hätte. Ein Whitebody wäre mir viel lieber gewesen, schaut auch viel fetter aus. Aber der hätte, wie gesagt, 20.000 mehr gekostet und das war es nicht wert. So, die Red Eye, die hat aktuell 808 PS. Das ist die gleiche Maschine, allerdings, die benutzt die Klimaluft, die in den Innenraum normalerweise kalt blasen würde, kannst du umlenken auf deinen Frischlufteinblasung in den Motor. Asozial, jetzt hast du dann noch mehr Dampf. Voll geil. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, wo das Lenkrad ist. Weil ich mag dir jetzt nämlich mal, also dir und euch, möchte ich jetzt nämlich noch mal ganz kurz zeigen, wie geil das ist, weil das alles ist zu dir geneigt. Also so, wie sich das eigentlich auch gehört. Komm mal mit. Jetzt hast du hier dieses geile Cockpit. Das war früher bei dem Vorhergehenden, da war das so hässlich. Also wirklich hässlich. Das Geile ist, du hast hier ein fettes Digital-Display und es funktioniert alles einwandfrei. Das ist wirklich... Es ist super schön, dass das hier mit dem kleinen Logo immer ist. Ja, hör jetzt auf zu pinkeln. Pimmeln da. Du hast hier unten eigentlich deine wichtigsten Knöpfe. Und zwar, das ist das SRT, das ist das Menü, was du brauchst quasi, um in deine SRT-Options zu kommen. Bei denen kannst du dann einstellen, dein Fahrwerk härter, dein Getriebedaten kannst du ändern quasi, dass er höher rausdreht. Durch dieses, wenn du ihn einstellst auf Track zum Beispiel, dann wird alles bockfotzenhart. Dein ESP ist ausgeschaltet und zwar restlos, also wirklich Track. Der Karren fliegt dir auch ab, wenn du nicht aufpasst. Und deine Klappenauspuffanlage wird aufgemacht. Ha, dann ist das Ding also richtig asozial laut. Du hast hier noch deinen Launch-Control-Knopf, deine Park-Distance-Control kannst du ausschalten, alles die wichtigen Sachen. Ich gehe jetzt nochmal rein. Ja, nee, das bingt mir einfach zu sehr. Ich wollte nämlich eigentlich zeigen, dass du da wirklich dann diese Options noch hast, die du, wo du dann quasi anwählen kannst. Du kannst deine Laptime messen, du kannst deine 0 auf 100 messen. Das ist auch sogar alles hier oben drin. Gibt es sogar eine extra Option, wie warm wird mein Kompressor? Also das Fahrzeug ist komplett digital überwacht und es funktioniert alles wirklich einwandfrei. Ich habe jetzt bei dem sogar noch ein anderes Thermostat drin, denn wie wir haben es jetzt eben schon, habe ich es ja schon großartig ausgebreitet, je kühler das Fahrzeug ist oder je kühler der Motor ist, desto mehr Sauerstoff. Deswegen habe ich ein anderes Thermostat drin, das öffnet bei 85 Grad. Ja, das Problem ist, es öffnet zwar bei 85 Grad, aber es geht trotzdem die Temperatur immer drüber. Also entweder das ist von Gates, das Teil ist kaputt, oder der Motor wird einfach bockheiß. Ist halt einfach ein scheiß heißer Motor. Fertig. Ja, wie es halt bei den Amis üblich ist, alles voll mit Getränkehaltern. Ist klar. Aschenbecher kriegst du keinen. Gibt's auch nicht. Ist auch okay. Aber das Geilste habe ich mir selber gebaut. Einen Handyhalter. Es gibt nämlich keinen coolen. Weiß nicht, siehst du den von hier oder musst du von drüben wieder rein? Das weiß ich jetzt nicht. Zeig mal. Der ist nämlich hier. Nee, den sehe ich nicht. Warte mal. Doch, den sehe ich. Ja. Siehst du den? Warte mal, ich zoome mal. Ich habe mir das jetzt selber gebaut. Schau her, nimmst du das Telefon und wupp, ist es drin. Mhm. Kannst es drehen, wenn du dir deine eigenen Filme unterwegs zum Beispiel anschauen willst, was man ja nicht macht beim Autofahren. Nee. Und das Coole ist, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mit dem Ding in Serie gehe. Ach, das hast du selber? Das habe ich selber gebaut. Ich bin am Überlegen, soll ich es mal produzieren? Sagt ihr es mir? Ich weiß es nicht. So, der kommt da jetzt wieder rein. So, jetzt hebt man den Kahn mal auf die Michael Hebebühne, oder? So wird's gemacht. Ich heb den hoch. Als nächstes sehen wir uns von unten. Bis gleich. So, jetzt haben wir die kleine Maus mal aufgehoben. Hier. Fangen wir jetzt in dem Fall mal hinten an. Die hier. Die Auspufftipps. Die gibt's in Silber und in Schwarz.
Sau cool. Meine gab es in schwarz. Und was haben wir ja mittlerweile alle gelernt? Der kleine Hendrik mag schwarz. Super. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, sau krass. Wenn du guck mal hier, der Auspuff. Er geht von hier bis hier. Und zwar in einem Stück durch. Das ist ein komplettes Teil. Ihr erinnert euch ja an diesen grauen Challenger, den Whitebody, der kein Whitebody war. Der hatte ja hier auch so andere Töpfchen drin. Das hier ist die auch komplett originale Anlage von der Hellcat. Was soll uns das sagen? Dass die vielleicht lauter ist? Vielleicht, wer weiß das schon? Hier haben wir nämlich die Klappen. Die funktionieren aber ganz ehrlich, die sitzen in dem Auspuff hier drin. Und jetzt überlegt ihr mal, wie funktioniert das? Eine normale Auspuffklappe ist normalerweise ein Rohr. Da geht der Auspuff durch. Und die Auspuffklappe macht dann hier auf und dann geht sie quasi hier ins Freie oder halt um den Schalldämpfer herum. Die Klappe sitzt im Endeffekt nur in einem Rohr, in kleiner, und macht dann auf oder zu. Das ist eigentlich total bescheuert. Problem ist, wenn du sie absteckst, merkt das die Sau. Also von dem her, Arschlecken. Hier, Antriebswelle, musste ich schon tauschen lassen, war schon defekt die erste. Ist aber auch kein Wunder bei dieser brachialen Gewalt, die zeig mal. Hier, die Antriebswelle sitzt hier. Da war dann auch das große Problem, das ich hatte, dass diese Antriebswelle wurde dann ersetzt und dabei wurde dieser Bremssattel von der Firma komplett zerstört. Ich schau mal ganz kurz auf mich. Ja, die wurde komplett zerstört von dieser Firma. Also falls irgendjemand von euch zuschaut, kommt noch was. So, hier unten drunter, also diese fette Auspuffanlage, die echt Lärm macht, das habt ihr ja gerade schon gehört, ist, und jetzt kommt das Geilste, geht ja von hier vorne bis zu dir da hinten und hat kein einziges Stückchen Flexrohr. Die deutschen Autos, die machen immer so ein Flexrohrteil mit dazu, der reißt immer und geht immer kaputt, damit die gesamte Auspuffanlage quasi vom Motor entkoppelt ist und damit es sich alles einfach besser, quasi lockerer dreht. Das ist hier einfach alles fest. So, an der Vorderachse, oder besser gesagt hier jetzt am Rahmenteil, quasi das hier ist das gesamte Getriebe von ZF. Schau dir das mal an, was das für ein Riesenkoffer an Getriebe ist. Siehst du das? Schwer, glaube ich, gell? Ja, so. Es ja. Geht quasi von hier bis da. Also das ist echt ein Riesenkarriere. Kriege ich gar nicht alles drauf. Das ist brutal, das ist so geil. So. Und es funktioniert auch einfach richtig gut. Und jetzt, schau mal, wenn du diesen Rahmenteil hier anschaust quasi, wie das hier hochgeht, dieses Stahlstück, genauso wie hier drüben, ist genau das gleiche wie bei dem W210 da drüben. Dieses Ding hier, wie das dann hochgeht und dann vorgeht. Ja, okay. Das ist quasi diese Bodengruppe vom Mercedes. Schauen wir uns da mit. Das ist echt wild, wenn man sich das anschaut. Siehst du, dieser Teil ist exakt identisch und geht hier vor. Und da fängst du dann an, dir so ein bisschen Gedanken zu machen. Das Teil fahr ist, ich ein Opa-Auto? Fahr ich einen alten Benz, der jetzt nicht... brauchst du nur noch einen Hut. Ich hätte gerne einen Hut. Ich mache mir jetzt einen Hut. Und jetzt überleg mal, der Karren fährt 320. Also ist mit 320 oder 317 km/h angegeben. Ich habe es noch nie geschafft. Denn er wird original mit normalen Wischerblättern ausgeliefert, die dir bei ab 280 versuchen, die Frontscheibe zu zerschlagen. So, also das will man sich gar nicht vorstellen, dass man mit sowas Altem so schnell fährt. Schaut schön aus, wie er da oben hängt, gell? Ja. Aber jetzt guck, oder jetzt schau mal, guck. Denn ich habe dann gleich damals von meinem Händler in Kassel, die habe ich gebeten, ob sie mir nicht gleich schon ein KW-Gewindefedern einbauen können, denn der hat ein adaptives Fahrwerk. Adaptive Fahrwerke bedeuten, du kannst vorne an deinem Bildschirm oder an deinem Computer, kannst du die Härte und die Härte vom Fahrwerk im Endeffekt einstellen. Da hast du dann drei Einstellungsmöglichkeiten zwischen sportlich, Komfort und Rennen. Wenn du den auf Rennen einstellst, ist das Ding so unfahrbar hart scheiße. Vor allem durch diese KW-Gewindefedern ist das Ganze jetzt noch ein bisschen härter geworden. Ich wollte ihn halt ein Stückchen weiter unten haben. Dann gibt es da Gewindefedern, die kommen da einfach rein. Anstelle der normalen Federn, unten hast du dann einen Gewindeteller, den kannst du dann quasi hoch oder runter schrauben. Das Gleiche gibt es an der Vorderachse auch. Da hast du dann um den Stoßdämpfer herum den Teller und auf dem kannst du es dann hoch und runter schrauben. Mega gut. Ich denke mal, das war jetzt heute ein wunderschöner Exkurs. Ich habe jetzt echt, glaube ich, mal Gas gegeben. Bestimmt wieder 20 Minuten oder so. 100 Pro. Nur am Reden bin.
Ich glaube, es hat einen ganz guten Einblick gegeben, wie geil dieses Fahrzeug jetzt wirklich ist und was halt die Daten angeht. Das allernächste Video wird sein, ein kleines Fahrberichtlein mit dem lieben Michi zusammen. Und es wird ein Heidenspaß, das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr noch hinkriegen. Wenn nicht, dann erst im nächsten Jahr. Seid also gespannt. Unten in die Kommentarleiste bitte kommentieren, ob es euch gefallen hat. Ob ihr auch eine Hellcat habt, würde mich auch mal interessieren, was ihr für Eindrücke habt und wie sie euch gefällt. Folgt mir und ich hoffe, es hat euch gefallen. Warte, wir haben ja jetzt auch einen Instagram-Channel. Ah, genau. Das sollten wir auch mal. Wir haben natürlich auch, also ich habe ja auch einen Instagram-Channel. Schaut also gerne auch mal bei Instagram auf Hendricks Werkstatt. Da bringe ich immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten von den Sachen, was wir quasi schneiden, was wir gerade filmen, meinen normalen Werkstattalltag. Schaut auch mal auf die Seite. Folgt mir auch auf Twitter, Instagram und auch bei Facebook. Also, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich bis bald. Bis dann. Tschüss, ciao.